Hey auch Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech Up. In der letzten Episode habe ich gesagt, ich mache hier noch ein paar Sachen. Ich habe jetzt die Felder noch abgerissen, ein paar Sachen in den Eimer geschmissen und ein bisschen gewartet. Und habe jetzt vor, eine Spinne zu töten. Oder auch nicht. Baum zu fällen will ich jetzt auch noch nicht. Es wird Nacht. Ich sollte vielleicht die gebratene Hühnchen hier rüber tun, dann schauen, dass ich meine Sachen nämlich erhalte. Das ist nämlich das, worauf es ankommt. Ganz, ganz leise gewispert. So, wir versuchen natürlich mal nicht wieder so zu sprinten und ein wenig von einem bestimmten Gegenstand zu holen. Ich würde sagen, das nennen wir mal Zinn oder so. Zinn und Kupfer sind immer so schön zu brauchen. Bronze kann man auch gut brauchen. Ich finde fast, dass wir im Moment mal einen normalen Zinn brauchen. Wir erinnern uns, wir gehen hier lang. Da hinten ist eine Beehive, also was machen wir? Natürlich umdrehen und meinen gehen. Was denn sonst? Dachtet ihr etwa wirklich, wir wollen da runtergehen? Habt ihr etwa nicht genau aufgepasst bei meiner letzten Episode, was ich gesagt habe? Nein. Was fällt euch ein? Doch, dann tut's mir leid, euch genervt zu haben. Ja. Ich sehe Eisen. Haha, Eisen, das geheime Creeper-Werkzeug. Das Creeper. Oh, mein Freund. Habe ich einen Eimer dabei? Nö. Hey, du. Ich hätte gern Hirn. Ein wenig Hirn kannst du mir doch bitte geben. Zombiehirne sind so wichtig für später. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass wir die später massenhaft brauchen werden. Ihr wisst zwar noch nicht warum. Aber das wird sich zeigen. In einer langen, weiten, fernen Zukunft. Die vielleicht schon gleich ist. Erst zeigen, dann schießen. Wir erinnern uns doch noch an einen ganz bestimmten Freund von euch, der mich gesniped hat. In der letzten Sekunde, wo ich rausgehen wollte aus der Höhle. In den Rücken. Weißt du, wie fies das ist? In den Rücken schießt man niemanden, vor allem keine Pfeile. Da weiß ja jeder, dass man so... Da weiß man halt immer, dass es ein Hinterhaltangriff war. Oder der andere davon gelaufen ist. Aber ein Hinterhalt ist doch wahrscheinlicher. Und in dem Fall war es eindeutig ein Hinterhalt. Wir gehen gemütlich wieder zurück, um unser Vorräte aufzustocken, weil unsere Armee nicht mehr fähig ist, weiterzukämpfen, unsere Ein-Mann-Armee. Und er sniped einfach. Bei manchmal ist ein strategischer Rückzug doch recht sinnvoll. Kupfer interessiert mich kaum. Natürlich interessiert er mich in einem gewissen Maße. Platziere ich jetzt hier links, weil ich ja daher komme. Man erinnert sich ja noch an meine Lieblingstechnik zu markieren von Orten, wo man herkommt. Immer mit den Torches an der rechten Seite. Auch wenn ich weiß, dass die Sachen nicht wirklich hell sind. Aber ich will ja häufig auch Mob-Spawns noch haben. Es spawnen keine Cave-Spiders und keine Dings. Enderman im Normalfall. Naja, Enderman gegen die habe ich nicht so viel wie andere Leute. Direwolf 20, wie der in seiner schaut euch die Let's Plays oder auch die ganzen anderen, ist auch total interessant. Auch wenn ich ein bisschen an meinem Speedstil hab. Bis auf die Häuser, die kopfe ich von ihm ab. Ich könnte es natürlich wie bauen in meinem Dings, in meinem, warum ich kenne nochmal neuen Häuser baue, aber naja, dafür ist der Kingdom Challenge da. Der auch vielleicht, wenn ihr den wollt, kommt. Wie gesagt, ich muss jetzt die ganzen Challenges vorstellen, ihr könnt euch dann aussuchen, welche euch am besten gefällt. Auch wenn ich einen Challenge schon wieder ausgeschlossen habe, während der Videoproduktion, weil er mich zu sehr auf die Nerven gegangen hat. Und das ist der normale Sky Kingdom. Habe ich auch gesagt gehabt, dass es auch eine Idee wäre, aber nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Hier irgendwas Cooles? Oh, hallo ihr beiden. Was wollt ihr von mir? Hey, von du willst mich also umbringen. Du bist ein hirnloser Zombie, hirnguter Zombie. Ein Zombie-Genius, könnte man auch sagen. Zombie-Genius. Manche sagen Zombie-Genius, manche sagen Zombie-Genius. Ach, was weiß ich. Ihr wisst.
dass man meine Gedanken gerne mal einfach so vervollständigen muss, ohne irgendwelche Gedanken dabei zu halten. 8 Stück wieder? Sehr gut, ich brauche 16 Stück mindestens und dann brauche ich nochmal jede Menge. 2 Stück mindestens. Oh! Hallo und herzlich willkommen. Hier, wir sehen ein neues Item. Oder wir sehen mal wieder Items, die uns gefallen könnten. Bisschen Weizen, Brot, Kakaobohnen. Ein super rares Artefakt, da lasse ich mal mein Glas da. Glas ist doch viel rarer als das super rare Artefakt. Die Artefakte haben das Coole, dass sie über 100% Wahrscheinlichkeit haben, irgendwelche Sachen zu bringen. Über 100%! Und das kann man verbessern, wenn man ein paar Sachen nutzt, die die hier gerne machen. Okay, ich schaue jetzt mal kurz hier hin. Irgendwas Cooles hier in der Gegend? Nö, ich war nur da oben. Zinn und Kupfer sind super wichtig für Industrial Craft. Ich habe ja vor, ein paar Diamanten zu sammeln für Industrial Craft. Dann bin ich schon so gut wie durch. Ich brauche mal ein paar Diamanten demnächst. So, und ein bisschen Obsidian. Ja, genau, ich brauche ein bisschen Obsidian, ein bisschen Diamant. Alles nicht zu viel verlangt. Stimmt's oder habe ich recht? Natürlich auch beides. Weil ansonsten will ich es ja nicht sagen. Hahaha. Oh Mann, ich werfe heute mit schlechten Witzen um mich wie in Sack Kartoffeln. Nö, das passt nicht. Wie mit Kuchen. Mit Kuchen, genau, wir könnten Kuchen backen. Dafür brauche ich nur mal eine Kuh finden. Dafür muss ich nur ein paar Chicken spawnen und in Kühe umwandeln. Hey, ich höre Geräusche. Oh, ist das Silber? Oder habe ich... Das könnte tatsächlich Silber sein. Zombiefleisch, das Teil brauche ich nicht. Ah, ich bin noch voll? Cool. So voll, dass ich sogar... Boah. Neben Zustand aufzunehmen, das ist doch wahnsinnig. Oh! Fail. Lalalala. Lalalala. Ich würde sagen, wir kehren mal zurück zum Aus... Kehre zum Ursprung zurück. Woher ich das Zitat wohl nur wieder nehme. Random.value ergibt... Was gibt random.value? Das Rätsel. Oh! Schön. Slime Spawning Chunk habe ich auch noch in der Nähe. Das ist sehr cool. Oh, ein echter Wies Crystal Spawnpunkt. Ich brauche die Schaufel doch nicht. Was will ich denn mit einer Billigschaufel? Außerdem bin ich schon wieder mich total verirrt. Okay. Ich habe gefunden zurück, denn ich klug sein und schlau und toll und denken nicht können und vermögen zu denken nicht können, des Denkens zu mögen. Oder random.value returns nil. Nil Intelligenz. Okay. Vielleicht übertreibe ich. Vielleicht untertreibe ich. Vielleicht sage ich auch einfach nur einen ziemlichen Schmarrn. Und vielleicht wollt ihr auch einfach nur so einen Schmarrn hören, weil ihr einfach nur meine Stimme hören wollt und sonst gar nichts. Das kann auch sein. Ich weiß, dass ich ziemlich viel Scheiße laber. Tut mir leid für den Ausdruck. Manchmal passiert auch mir mal so ein Ausdruck hinauszugeraten. Den Knochen kann ich mir hier lassen. Die Pfeile kann ich mir hier lassen. Kann ich mitnehmen. Ich brauche zwei Dings. Okay. Ich würde sagen, wir lassen zwei Spitzhacken hier und nehmen die beiden stattdessen mit. Das Uran. Oh, ich brauche nochmal was. Ich kann einen neuen Tree Tab bauen. Vaporous Crystal, das kann ich mitnehmen. Das kann ich nicht mitnehmen. Die Linking Book Stands hätte ich noch gern. Hey, du! Was du wollen, ist mir egal. Du sterben. Danke. Nicht mal ein Bogen droppt, das Vieh. So ein eingebildetes Vieh, aber auch. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Das halte ich mal hier und nehme mal stattdessen meine Linking Book Stands mit, auch wenn ich weiß, dass ich die leicht her wiederherstellen könnte. Oh, ich muss mal was essen. Ein bisschen Brot muss sein. Dann kommt das Lied von ganz allein. Wo geht's hier nach oben?
Hilfe, ich hab mich verirrt, holt mich hier raus, ich bin ein Let's Player. Ein ziemlich planloser Let's Player. Aber macht es Spaß? Ah, ich laber schon wieder zu viel. Oder ich rede zu viel. Naja, zu viel nicht. Zu viel Schmarrn. Hey Leute, wisst ihr was? Da vorne ist eine Beehive. Wir haben unseren Scoop dabei, aber wir haben nicht genügend Inventarplatz. Also kehren wir natürlich um. Hey, wir brauchen nicht nochmal zwei Inventarplätze zu verschwenden mit so einem Schmarrn. Stattdessen bauen wir auf die Macht unseres Volkes. Moment. Das war nicht das, was ich sagen wollte. Stattdessen bauen wir auf die Macht unserer epischen Generatoren und Maschinen, die wir bauen werden mit unserem mächtigen Zinn. Ich weiß, dass ich übertreibe. Sag mir das nicht. Das war mir klar. Silbererz. Da gibt es eine ganz coole Sache, die man damit herstellen kann. Dam, 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 dam. Okay. Was stellen Sie her? Und 1, 2, 3, 4, 5. Die tue ich auch nochmal da rein. Ein Zinn. Ein Silber. Was kann man mit Silber nur machen? Habt ihr schon mal versucht, einen Stick mit Silber zu verbinden? Was ist denn das? Na, Fame. Kein Plan. Aber ich habe mal gehört, dass das was mit irgendwas zu tun gehabt hätte. Ich habe kein. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt, 6 Stück habe ich. Genau, alle von jedem der 6 habe ich ein Stück. Das ist gut. Ich werde nämlich demnächst ja auch brauchen für irgendwas. Appetite habe ich, Uranium habe ich. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Moment, das ist normale Artefakte. Und das sind verbundene Artefakte. Cool. Fame tue ich mir hier runter. Fames sind so ziemlich eine ultra gute Waffe gegen coole Freunde. Gute Freunde von mir. Noch bessere Freunde von Direwolf. Copper Ingots? Kann ich bitte, bitte, bitte ein wenig Zinn haben? Ein wenig Zinn haben. Oh, die sind da immer noch voll? Cool. Wie viel Zeugs da drin ist, das ist cool irgendwie. 18, komm, ich brauche 10. Gib mir 10. 1. Stimmt, ich schaue in der Zwischenzeit mal nach meinen neuesten Farming-Erträgen. Nix. Null. Okay. Dann kann ich ja wieder umdrehen. Wenn sich niemand für interessiert, dann halt eben nicht. 4 Stück. Damit kann ich doch schon mal 2. Ich brauche ein bisschen Kabel. Ich habe keinen Stein? WT. Fu. Okay. Kein Kabel? Wie zum Teufel ist es möglich? WZT. Ich habe keinen dummen Cobblestone. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen Kabel meinen. Ich bin einfach sprachlos. Aber ganz sprachlos, ich kann nicht auch nicht sein, weil sonst klingt das so komisch, wenn man auf der Aufnahme. Sonst sagt so lange niemand was, wenn ich eine ganze Episode lang sprachlos bin. Könnte man zwar auch mal ausprobieren, aber ich glaube, das wäre zu langweilig. So, von stinklangweilig wäre das. Glaub mir das. Stell dich das mal vor. Die ganze Zeit so. Nö. Aha, das kann ich nicht aushalten. Meine Ohren, meine Ohren, meine armen Ohren. So, 1, 2, 3, 4. Vielleicht hätte ich noch 2 Steine mehr nehmen sollen. Ich kann das doch hier drin lassen. Ich brauche nochmal. War die nicht? Habe ich die nicht hier drin gehabt? So, 2 Kabel brauche ich noch. Ich werde demnächst noch mehr Kabel bauen. Ich glaube, ich brauche irgendwann einen Cobblestone Generator, der automatisch abgebaut wird, weil ich einfach keinen Kabel habe.
Er hat den Kabel nie mehr gesehen. Er hat den Kabel nie mehr gesehen. Nie mehr Kabel. Probleme hatte er. Im Moment habe ich noch genügend Probleme, also brauchst du dich gar nicht drüber zu lachen. Ja, du. Genau du, der da vor der Kamera sitzt. Moment, Kamera sitzt. Steve? Was kann Steve dafür? 16? Das kann 8, 16. Oh, Moment, das reicht doch schon. Die Dinge hier rein. Tin Gears. Okay, dann brauche ich Glas. Ich bin mal kurz bei Glas abbauen, denn wir brauchen alles Mögliche, was ich noch nicht habe. Habe ich eigentlich meinen. Bl Nee, habe ich noch nicht. Ganz bestimmt nicht. Das heißt, ich werde auch noch nicht spoilern, was ich vorhab. Oh Mann, ich freue mich, sobald wir ein paar Mods haben. So, ich meine, sobald wir zu Equivalent Exchange kommen, weil ich dann einfach mal Eisen in Kabel umwandeln kann, zum Beispiel. Oder Diamanten in Gold oder so. Und dann nicht länger aufgeschmissen bin. Ich werde nicht länger aufgeschmissen sein. Uhahaha. Ich brauche Glas. Glas. Fängt mit Glas an und hört mit Zeugs auf. Tu mal da ein bisschen Sand rein. Vier Stück ungefähr. Mathame ist übrigens eine Waffe gegen Enderman. Ich glaube, Two-Hit-Kill ist es mit dem Ding. Kostet zwar eine teure Ressource, aber ist es mir nun mal verwehrt. So, was ich jetzt vorhab, ist natürlich. Dam da da dam, dam da da dam, dam da da dam, dam da dam dam. Erstmal richtig anordnen. Story Machine dazwischen. Apiary. Dann brauche ich nochmal zwei Zinn und bisschen hiervon, acht von denen. Dann brauche ich nochmal ein bisschen Kupfer. Und nochmal zwei Glas. Ich glaube, es waren zwei Glas, oder? Immer das Glas da raus. Das kann man doch nicht so lassen. Okay, Glas oben und unten. Stell die Maschine in die Mitte. Und nicht Zinn. Kupfer, glaube ich, was. Centrifuge, genau die brauche ich. Okay. Einmal habe ich jetzt das Apiary. Ich glaube, das platziere ich hier einfach mal mitten in die Wildnis rein. So ungefähr hierhin. Und den platziere ich mal hier hin. Ich brauche da demnächst noch eine andere Sache. Aber dafür brauche ich ja Cobblestone. Und Cobblestone ist im Moment zu rar, als dass wir den hätten. Okay. Dann tue ich mal meine Blume dorthin pflanzen. So, das Apiary braucht jetzt also erstmal eine Biene. Zwei, um es genau zu sagen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Wintry und eine Wintry. Anne und Genome werden wir ja sehen. Dass sie einen blau sind, das kann ich euch nicht beantworten, warum. Okay. Wintry Princess, Wintry Drone gibt eine. Da, 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 Wintry Green. Was die genau für einen Einfluss hat auf Gegner in der Nähe, kann ich euch nicht beantworten. Dazu muss ich erst was anderes bauen. Und der Bienenlyser. Binalyser. So, ich muss mal kurz nachschauen. Dann, ich hätte eigentlich gern Forestry. Forestry.zenger.net. Dann gibt es hier Beekeeping. Da gibt es den Bee-Analyzer. Und der braucht. Oh, der braucht ja nur so wenig Sachen. Diamant, 4 Zinn. Was brauche ich für einen Carpenter? Ja. Bronze. Und so die Maschinen-Dings. Okay, das geht. Ich habe noch ein bisschen was. Dann probiere ich mal aus. Moment, ich brauche sechs Stück mehr. Dann nehme ich mal so viel, wie ich hier habe. 3, 4, 5, 6, 7. So. Sturdy Machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Glas oben und unten gibt den Carpenter. Gut. Das Teil werden wir auch demnächst irgendwann brauchen. Ich platziere das auch mal hier hin. Wir haben jetzt Frozen Combs. Ich brauche mal ein bisschen Energy. Das heißt, ich brauche ein bisschen Cobblestone. Ich will mal ein bisschen Cobble meinen.
Moment, ihr schaut mir immer noch zu? Hey, schaut mir nicht zu. Kabelmann ist so spannend. Das muss ich doch einfach aufnehmen. Nein, das kann ich nicht aufnehmen. Das ist zu spannend. Das wollt ihr nicht mitbekommen. Hier was gewachsen? Oh, schön. Mit Rechtsklick kann man die ernten, ohne die Sachen zu zerstören. Man kriegt gleich zwei Weed per Strick und Dress Superb. Oh, es wird Nacht. Ich sollte mich ranhalten mit meinen. Habe ich nicht inzwischen in mein Bett geschlafen? Ich glaube immer noch nicht, oder? Was liegt denn da an? Eine Cave. Of Epicness. Oder. Ah, die Cave. Of Endless Epicness. Ich erinnere mich dran. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für 18 im Moment das Einzige, was ich brauche. Jetzt sollte ich zurückkehren. Oh, ein Schaf. Tut mir leid, Schaf. Ich habe keine Verwendung für dich. Tut mir leid. Spinnen haben deinen Job übernommen. Sie produzieren für mich inzwischen alle Wolle der Welt. Du bist leider zu nichts mehr zu gebrauchen. Also leb weiter in Frieden, anstatt von mir abgeschlachtet zu werden. Das ist nämlich nicht notwendig. Du musst dein Leben nicht für das Gute geben. Deine Vorfahren haben es früher getan. Inzwischen tun die Spinnen ihren Teil dafür. Das ist, weil die da etwas friedlicher sind mit. Da beschweren sich weniger Leute drüber. Zwei von denen. Und dann fällt mir ein, dass ich trotzdem noch drei Cobblestone zu wenig habe. Und Eisen. Und Redstone. Und ich habe ja gesagt, ich brauche Cobblestone. Fängt mir C an und hört mit Obblestone auf. Muss vorsichtig sein, die kann man nämlich auch zertrampeln, ohne dass man direkt reintritt. Ist nämlich geändert worden irgendwann. Na, ich kann zwei neue Brote machen, aber ich brauche jetzt Kabel. Und Kabel gibt's halt überall, außer in der Mine. Sobald wir natürlich bei dem. Ah! Hey, du! Dich brauche ich hier gar nicht. Ich brauche sogar nochmal vier Cobblestone mehr. Und dann dürfte ich alles haben. Habe ich noch Glas? Ja doch, ich glaube, ich dürfte noch Glas in meiner Brennanlage haben, die mir so freundlich meine ganzen Sachen macht. Es kostet zwar ein bisschen Wies beim Herstellen, aber das ist egal. Ich glaube, das macht den auch effektiver, dass man weniger Kohle und so ein Zeugs braucht. Das hier rein, dann nehme ich mal ein bisschen Glas daraus. Okay, jetzt kann ich 1, 2, 3, 4. 4 habe ich gesagt. 1, 2, 3. Ein Stück Eisen. Ein Redstone-Stück. Gib mir einen Kolben. Habe ich hier ein Redstone-Stück? Habe ich nicht zwei Redstone-Stücke gehabt? Doch, ich hatte hier noch eins. Das nehme ich dann nämlich später her für was. Von Industrial Craft. Aber bis wir da sind. Ich muss mal 8 Eisenbarren einschmelzen. Nein, ich brauche mal 3 Eisenbarren eingeschmolzen. Danke. Das ist das einzig Wichtige im Moment. Kolben. Plus. 2 Gears. Plus. Das. Plus. 1, 2, 3. Gibt Steam Engine. Steam Engine braucht Kohle. Iron Furnace interessiert mich im Moment nicht. Ich schmeiß hier mal mein ganzes Holz rein. Und tu mal hier 5 Stück mitnehmen. Die Refined Iron nehme ich mal für später mit. Dann brauche ich einmal den Furnace hier. Mit dem anderen habe ich nämlich noch was vor. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauche ich 14. Oh, Moment, habe ich noch eine Batterie? Stimmt, ich habe irgendwo. Hatte ich nicht schon mal Batterien von irgendwas? So, uninsulated copper wire. Bisschen hiervon nehmen. Das Zeugs einfach mal Rubber und Dings kombinieren. Sehr schön. Copper Cable. Jetzt brauche ich nochmal ein bisschen Redstone. Schön. Redstone kommt hier hin. 1, 2, 3, 14. Ein Copper Cable. Gibt eine Battery. Und jetzt brauche ich Iron Furnace und das. Und dann kann man 1, 2, 3 machen. Dann kriegt man den Generator. Den ich erstmal nur hier hinstelle. Ich werde später einen anderen Raum anbauen müssen. Okay, als nächstes brauche ich einen Cobblestone für einen Schalter. Da ich im Moment aber keinen Cobblestone habe,
Da ich Pfeife schon wieder nicht dran gedacht habe, mehr zu holen. Ich auch jedes Mal keinen Bock habe, da mehr abzubauen, das ist notwendig. Ich werde irgendwann meine Farming-Session zwischendurch reinhauen, wie ich die ganzen Materialien hole. Das da unten ist zwar schön. Ich nehme mich natürlich im Moment noch den Forschungen mit, weil es einfach viel zu spannend ist. Wenn ich da forschen gehe. Allein. Wenn ich später beim Dings mein Strip mine, es ist absolut langweilig. Aber bis wir da sind. Bis wir da sind. Es ist natürlich was ganz anderes. Okay, sind die inzwischen gestorben? Die sind immer noch am Rumfliegen. Frozen Coombs. Wenn ich jetzt mal da ein Steam Engine dran setze. Lever daneben. Anschalt und ein bisschen Holzkohle rein. Dann sieht man, der pumpt hier irgendwas rein und irgendwas passiert. Wow. Man sollte mit Bienen früher anfangen, weil die dauern ewig, irgendwas zu machen damit. Komm nur her. Und wir kriegen Crystalline Pollen. Use. Ich glaube, den Pollen kann man auch nochmal extracten, glaube ich. Oder irgendwas konnte man damit machen. Oder man muss ihn ins Crafting Grid tun oder so. Dass man da was Richtiges draus machen kann. Ach, keine Ahnung. Kann ich den wieder da rein tun? Geht. Okay. Was man noch kriegt, sind Honey Drops. Honey Drops kann man verwenden mit Brot zum Beispiel, um Honey Slice zu kriegen. Oder mit glitzernder Melone. Oder mit Melonen, um glitzernde Melonen zu bekommen. Wie hält der noch? Das hält noch eine Weile. Stimmt, es gibt was anderes, das ich doch demnächst bauen muss. Was sehr, sehr viel Zeit sonst kosten wird. Wie schaut's hier aus? Okay, der verbrennt es immer noch fleißig. Ich hab 20 Eisen hier noch drin. Das ist noch nicht mal eine Summe. Was ich gern bauen würde, dafür bräuchte ich ein bisschen Flint. Flint. Leider nicht da. Ich denke, ich gehe mal ein bisschen erforschen. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit den Frozen Pollen anstellen will. Oh, ein Schneeball. Schön. Kann man die nicht für irgendwas? Kein Recipe, kein Use. Nö, dafür auch nicht. Mach mal die aus. Oh, ich habe nochmal 3 Stück gekriegt. Dann tue ich doch die mal da rein. Wir wollen ja hier nicht unbedingt unnötig Zeugs verschwenden, aber ein bisschen was brauchen wir halt doch. Schneeball, das finde ich cool. Beeswax kann man übrigens nutzen für Wax-Capsules und für Fackeln. Und für Pipe-Waterproofing. Um dem vorzubeugen, dass jemand fragt, kann man da auch irgendwas anderes Cooles draus machen, das tatsächlich was bringt? Ja, genau das. Stimmt, ich habe den ja liegen lassen. Komm, noch einmal, sobald das nächste Mal vorn war, schalte ich ihn aus. Danke. Da kümmere ich mich später drum. Cool, wäre es natürlich auch zu wissen, was sie hier für einen Effekt haben, weil ich glaube nicht, dass sie einen haben. Eventuell Slow oder so. Slow oder Sau oder so. Stimmt, ein Bucket könnte ich mal nehmen. Ein Eimer. Und mit Wasser füllen. Denn ein Eimer voll Wasser kann man nämlich nutzen. In dem Ding hier. Das werden wir nämlich später brauchen. Die Eisschicht nervt ein bisschen. Vorsicht, die Eisschicht kommt. Ich will nämlich hier ein bisschen was demnächst herstellen können. Man kann einerseits, werde ich euch gleich mal zeigen. Brauchte man dafür normales Wasser? Normale Holzblöcke, okay. Dann werde ich damit was anderes später machen. Ich werde noch ein bisschen, was brauche ich noch? Ich glaube, ein oder zwei Eimer noch für das, was ich später bauen muss, werde. Doch, ich schätze, dass das reichen sollte. Platziere ich den mal da rein. Hier ist schon alles cool, fast. Holzkohle habe ich noch 2 Stück. Ich schmeiße jetzt mal hier rein, dass sie da ein bisschen abgelegt ist, bis ich sie brauchen kann. Die Sachen nehme ich mal gerne mit.
Wie viele Honey Drops habe ich eigentlich? Ach ja, ich weiß, was ich, worauf ich mich jetzt auf den Weg machen will. Das gibt da was ganz Cooles. Und zwar. Bam, da, da, da. Ich wollte doch einen von denen mal platzieren. Hup. Was auch immer das ist. Was auch immer das sein könnte. Wir werden es in irgendeiner Zukunft erfahren. Nicht mehr in dem Part, aber in dem nächsten. Sobald ich das gefunden habe, was ich suche, werden wir uns wiedersehen. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bye-bye. See you, Leute. Tschüss.